Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute das aufgebraucht für den Monat Mai für dich. Genau. Wir haben jetzt zwar heute erst den 20. Mai, aber ich wollte das schon mal einmal abdrehen, weil ich nächste Woche keine Zeit zum Filmen habe. Genau. Ja, ich habe auch schon einen Riesenberg vor mir und würde dann einfach mal sagen, starte ich mit den Haushalts Sachen geht dann in Pflege und sowas. Einfach über. Genau. Und dann gucken wir mal, wie weit ich diesmal komme. So, ich nehme mal erstmal hier das ganze Knistertüte einmal weg. Da kann ich nämlich dann gleich auch das eine oder andere auch reinschmeißen. Ich habe hier einmal von Kaufland, von Car Classics, Toilettenpapier, soft und sicher. Da waren jetzt 10 Rollen drin mit A 200 Blatt. Die sind aber jetzt noch nicht aufgebraucht. Die habe ich hier oben in den Vorrat gepackt. Genau. So, ich mache da ein bisschen größer und dann schmeiße ich mir da rein. Einfach alles rein. Dann Haushaltsrollen habe ich auch einmal aufgebraucht. Hier mit, wie heißt das? Pepper Pick. Pepperpick, ja. Also, ich war auf dem Kinderkanal, glaube ich. ja, Küchenrollen, die gab es gar nicht beim Lidl habe ich die, glaube ich, gekauft. Ja, von der Lidl-Stiftung. Habe ich aber schon ewig. Wird es wohl nicht mehr geben. Genau, da waren jetzt 3 Rollen drin mit A80 Blatt. Eine habe ich da noch drin. Und aber jetzt wirklich aufgebraucht. Nochmal Toilettenpapier von Kokett, auch mit Motiv. Also Kokett ist ja vom Aldi. Das war jetzt Aldi Nord. Denke, das wird es auch beim Aldi Süd geben. Hier waren jetzt drin 8 Stück. Genau, 4-lagig und dann jeweils 150 Blatt. Genau. Die sind aber aufgebraucht. Dann machen wir mal weiter, nehme ich mal hier direkt die großen Sachen. Da habe ich einmal die WC-Ente aufgebraucht, Power Protection, bleibt Verschmutzung vor, ja, im Lavendelduft. Genau. Ich hatte schon mal eine Sorte, das war, aber die war so schön. Die habe ich auch nur in meinem Netto gefunden. Genau, das nächste große, was aufgebraucht ist, war von Fizz die Scheuermilch, die ganz normale, also jetzt nicht im Zitrusgeruch, sondern in dem Originalgeruch, genau. Die benutze ich zwischendurch mal, einfach wenn irgendwo mal ein bisschen was hartnäckiger ist, dass ich ein bisschen was scheuern muss. Genau. Da ist die jetzt einmal aufgegangen. Dann ist auch ein Weichspüler aufgegangen von Ecovere. Das ist die Geruchsrichtung Gardenie und Vanille. Genau, mit 25. Da hatte ich ja auch schon mal den blauen und den rosa. Den blauen fand ich nicht ganz so schön vom Geruch. Den rosa, beziehungsweise der rosa hat mir so gut gefallen. Den habe ich mir sogar bei Amazon ins Sparabo gesetzt. Ja, genau. Ja, aber der war auch jetzt auch ganz angenehm. Also den würde ich auch wieder kaufen. Dann ist ein Duft leer geworden. Das ist vom Action Fruity Tropical. Das ist so eine Special Sommer Edition. Aber ich glaube, die habe ich mir noch im letzten Jahr gekauft. Genau. Die war jetzt leer. Roch ganz angenehm. Ja. Ne, ich weiß nicht, wir haben ein recht großes Badezimmer. Den Geruch nimmt man wirklich nur dann bei uns jetzt so wahr, in dem Augenblick, wenn es gesprüht hat. Ja. Dann ist der auch schnell irgendwann verflogen. So, dann mache ich weiter. Ich habe noch Putzwaren von Dumoulin. Habe ich diese feuchten Allzwecktücher in Apfel aufgebraucht. Ja, Dumoulin ist ja vom Rossmann. Hat mir ewig gereicht. Ich weiß nicht, die hatte ich jetzt ganz lange im Badezimmer im Schrank liegen gehabt. Und jetzt hatte ich mal kurz gemacht und habe die einfach leer gemacht, weil die auch schon trocken wurden.
genau, sind keine Ahnung wie alt. Ja, werden jetzt im März, sind sie sogar abgelaufen. Also diese Feuchttücher, die halten bei mir ewig. Die benutze ich eigentlich immer nur dann, wenn ich irgendwas wegwischen will, was ich nicht irgendwo im Lappen oder so haben möchte, was ich wegschmeißen möchte. Dann. Genau, dafür benutze ich die. So, dann machen wir mal weiter, auch mit einem Raumduft von Airwick für diese Stecker. Hier einmal in Magnolie, das hatte ich, glaube ich, habe ich das bei Rossmann oder am Action gekauft. Nee, da riecht man nichts drin, aber den habe ich gerade unten im Flur hängen und der riecht richtig schön und den werde ich mir auch definitiv nachkaufen. So. Dann ebenfalls schon echt alt, glaube ich, von Domolen WC-Stein, ein Türkisspüler Chlor, da steht sogar noch neu drauf. Ja, nee, der ist schon, glaube ich, älter. Kann ich jetzt noch nichts zu sagen, ist gerade frisch in die Toilette gegangen. Dann ebenfalls aufgebraucht ist von Profissimo die Anti-Staubtücher. Das waren diese größeren, also jetzt nicht diese Puscheldinger, die man so an diese Stäbe machen kann, sondern so größere Tücher. Die sind dann aufgegangen. Da waren jetzt... Das steht neu jetzt in 48er Packung. Ich glaube, ich habe mir die letztes Jahr oder vorletztes Jahr geholt. Hier sieht man es auch noch. Die kann man dann auch so an diese für die Fußböden benutzen. Ja. Dann, das ist ein bisschen rissen worden. Alufolie von Domol. Das war die extra starke. Die hatte ich aufgebraucht. Die benutze ich eigentlich immer nur dann, wenn ich wirklich Alufolie benutze, wo ich nicht möchte, dass da irgendwie, dass es auch irgendwo aufreißt. Ja, ansonsten kann ich nämlich auch die dünnere. Also die benutze ich seltener. Die ist auch ein Stück teurer, jetzt auch von der Eigenmarke. So, dann habe ich 10 Liter Biofolien. Achso, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert, weil der Zettel anders aussah. Von DM ist das Profissimo. Diese Biomüllbeutel sind leer gegangen. Da sind jetzt 10 Stück, 10 Liter. Weil von Rubin sieht es nämlich so ungefähr aus. Von Rubin hatte ich dann nochmal Müllbeutel leer gemacht, 60 Liter, beziehungsweise die sind jetzt im Anbruch, genau. Na, wenn ich das abziehe, dann habe ich die ja noch. Da sind jetzt, wie viel sind da drin? 20 Stück. Genau. Die habe ich dann in der Küche, in den großen Mülleimer, weil ich nämlich auch die offen gemacht habe. Da sind aber nur 30 Liter und die passen bei mir nur in den kleinen Mülleimer in der Küche. Die sind dann jetzt auch mit Lavendelduft. Habe ich mir in Holland gekauft beim Bloker. Genau, hier oben. Ja, die haben jetzt auch ein Zugband. Ja. So. Dann hier oben habe ich in den Mülleimern die einmal Müll gegen Müll. Die habe ich mir beim Rossmann mal gekauft. Das ist ja aus Kunststoffen hergestellt worden, die in der Natur eingesammelt wurden. Genau. Na, das sind jetzt hier auch, glaube ich, 25 Liter. Genau, da sind 15 Stück drin. Die sind dann jetzt hier oben in den Räumen, in den großen Mülleimer. So, und dann Masken gehen bei uns immer noch. Es ist ja keine Maskenpflicht mehr, aber wir benutzen sie weiterhin. Ich glaube, das war es jetzt so langsam, so ziemlich mit, Dann hatte ich hier einmal von SOS noch diese Wärmepads. Da hatte ich mir jetzt eins letztens von genommen, weil ich so Rückenschmerzen hatte. Ja. Das habe ich dann einfach so unter das T-Shirt gelegt. Also und dann, sollte ja nicht direkt auf der Haut, da ist eigentlich noch so ein Gürtel mit bei. Aber so heiße Butter gar nicht. Also
Ich habe es kaum wahrgenommen. Ich habe mir da eigentlich ein bisschen mehr drunter verstanden. Ich habe da aber, glaube ich, noch zwei Stück von. Ich meine, das wäre eine Viererpackung gewesen. Ja. Dann sind hier einmal von Cotonelle. Ja, vielleicht das Toilettenpapier ist leer geworden. Ja. Das ist ganz schön. Das ist, glaube ich, Baumwollblüte. Ja, da oben steht es. Mit frischem Micellenwasser und frischem. Mit Micellenwasser und frischem Baumwollduft. So rum. Ich habe schon schneller gesprochen, wie ich gelesen habe. Da unten steht's. Ja. Hier sind jetzt drin gewesen. 25. Steht's irgendwo? 42 sogar. Ja, lag mit Sicherheit 3-4 Monate auch da im Badezimmer. So, dann geht's weiter. Tampons einmal von Facel, da waren 16 Stück drin, sind leer. Und dann genauso von Facel einmal Binden mit die Nummer 4 mit extra Nachtschutz sind auch leer gegangen. Und noch eins fürs Frauenproblem, da sind nämlich nochmal Slip-Einlagen hergegangen. So, dieser Monat war dann für Frauen, genau. Ja, Slip-Einlagen, Komfort plus frische Duft. Frische Duft, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen. Keine Ahnung, muss auch nicht unbedingt sein. Da waren jetzt 50 Stück drin. Papier. Und jo, und dann machen wir weiter. Dann irgendwie noch so ein bisschen noch was zum Snacken. Die waren glaube ich in einer Glossy Box. In irgendeiner Box waren die auf jeden Fall drin. Beauty Sweeties. Das sind Fruchtgummischmetterlinge, die aus 17% Fruchtsaft und 4% Fruchtstücken mit ich kann es nicht aussprechen. Aloe Vera und Biotin. Steht hier. Ach, da steht es auch. Konzym. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. War da drin. Ja, schmecken ganz gut. Fruchtstückchen, ja, die hat man gesehen, aber jetzt so nicht unbedingt beim Essen nicht wahrgenommen. War ganz gut. Ja. Würde ich auch nochmal nachkaufen. Dann noch so ein Rest von den Erkältung Winter. Da hatte ich die Emolkal Gummidrops in Frosty Sherry Shot einmal aufgebraucht. Ja, ne, die Tüte war nämlich noch zu und die ist dann jetzt im Mai 22, nicht mit dem Finger, sondern mit dem Finger, wäre das jetzt abgelaufen und durften die dann einmal gegessen werden. Dann ebenfalls in einer Box waren hier dieses von Du Natura, jeden Tag optimal versorgt, maßgeschneidert für dich. Also da waren so Kapseln drin. Und so sieht das dann in so einem Tagespack dann da drin. Mit den einzelnen Vitaminen. Was hatte ich denn da? Omega-3, Vitamin C, Vitamin D3 plus K2 und Magnesium. Das war so ein Tagespack quasi. Das war dann hier drin. Das kann man sich dann bei der Firma online auf sich selber so zuschneiden, was man da für Vitamine oder Mineralien oder sowas haben möchte. Genau, na, das war glaube ich auch irgendwie mal als Goodie in einer Glossy Box oder in einer Pink Box. Irgendwo war es mit drin. Finde ich, ist eine ganz nette Idee. Da muss man nicht so 1000 Packungen zu Hause haben. Ja. Dann ebenfalls aufgebraucht, beziehungsweise die letzten sind jetzt im Gebrauch von Dontrident, die Universal-Aussteckbürsten für unsere elektrischen Zahnbürsten. Genau, mein Sohn und ich haben da eine von. Die sind dann jetzt aufgebaut. Ja, genau.
So, ich fange dann jetzt mal, jetzt ist so Haushalt und das alles ist jetzt so erledigt. Ich gehe dann jetzt einfach mal so in Pflege, so in die Richtung weiter mit den großen Sachen. Da habe ich einmal von Alverde die 5-in-1 Mundspülung haben wir jetzt aufgebraucht. Ja. Ich würde, sie gibt's erstmal, die gibt es ja nicht mehr. Ich würde sie auch nicht nochmal nachkaufen, weil meine Zahnpasta ist schärfer wie die Mundspülung und ich habe es gerne umgekehrt. Und die hat ein ganz komisches Mundgefühl hinterlassen bei mir. Das hat mir nicht gefallen. Von daher, würde es die noch geben, würde ich mir die nicht nachkaufen. Und da ich ja nicht so eine große Flasche immer am Waschbecken stehen habe, sondern immer so diese kleinen Reiseflaschen, wo wir das uns drin auffüllen, ja, ist jetzt die von Don to Dent. Die war ja da auch irgendwann mal drin, diese antibakterielle, die ist ganz gut. Ja, sortiere ich das jetzt auch aus. Ich habe da jetzt eine andere am Waschbecken stehen, die wir dann immer wieder auffüllen. Darf dann auch gehen. So, dann sehe ich, dass das noch alles ein bisschen zusammengelaufen. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Mal, 5 Mal, damit man es auch glaubt, 5 Mal ja, diese Nivea pure Frische. Die hatte ich, weil es habe ich auch nicht wirklich drauf geachtet. Minerals, Minerals, pure Frische, genau. So, hier steht nämlich Sea Minerals, da steht pure Frische und hier Splashy Ocean. So, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so viele davon. Hier steht nämlich sogar noch Limited Edition, ist aber alles dasselbe. Sea Minerals habe ich, glaube ich, beim Action gekauft und pure Frische, wahrscheinlich so bei DM oder Rossmann oder wo auch immer. Und die war dann eben halt dieses Special Design. Ist aber alles haargenau dasselbe. Nur eben, ich meine nämlich, dass es klar gewesen ist und es ist ja zu milchig. Also ich habe das dann, eine davon haben wir in der Dusche aufgebracht und die anderen habe ich in die Seifenspender reingedrückt. Und eine dann noch in den ja, in die Flasche von Badezusatz. Genau. Jetzt sehe ich gerade, das hat sich jetzt alles nochmal wieder so ein bisschen zusammengezogen, also ist nochmal wieder zusammengelaufen. Den Rest tue ich dann nochmal in die Seifenspender mit rein. Genau. Fünfmal. Eine habe ich nämlich davon noch und das ist klar. Deswegen war ich ein bisschen, bisschen irritiert. So, machen wir weiter. Mal überlegen, ob ich da zwei Teile rausmache. Weil ich habe hier nämlich noch einen ganzen Haufen. Und ich sehe gerade, ich habe nämlich nur noch 10 Minuten zum Drehen. Und habe jetzt schon fast 20 Minuten. Ich denke, ich mache da zwei Teile raus. Weil sonst habe ich wieder weil ich vom letzten Monat bin ich ja auch schon auf meine Zeit gekommen. Ich mache zwei Teile raus. Und ich muss auch die Kamera wieder gerade machen, weil ich sehe gerade die Einsicherung. Die ist zu schwer, glaube ich, für mein Stativ. Ja, ich mache zwei Teile raus. Okay, sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar freuen. Okay, wir sehen uns. Ciao!